I want to believe. Schönes Bild aber. Ich habe den doch gerade noch... Wie habe ich mich hingestellt, dass ich den sehen konnte? Und warum... Ja, der kommt jetzt wieder in diese Richtung. Toll. Aber es ist nämlich seine Patrouille. Ich hänge hier fest. Toll. Ich hänge in diesem Raum fest. Wahrscheinlich kommt er gleich rein, weil er sich denkt so, ach ja, Kultismus. Ah, schau ich mir mal an, was die Kiddies von heute so tun. Und dann ist wieder eine Kacke am Dampfen. Bisschen blöd. Ich habe gerade das Licht da gesehen. Mal eine Sache kurz nachschauen. Ich habe doch... Moment. Habe ich denn... Ja, ich habe mir Sachen wieder neu gekauft hier. Okay. Ich war mir gerade unsicher, ob ich das in dem jetzt... Also, ob ich das vorher gemacht habe, wo ich danach neu geladen habe. Oder ob ich das jetzt gemacht habe. Ja, das Gruseligste ist wirklich der Hausmeister hier. Ich glaube, was ich mache, ist... Ich gehe jetzt doch schnell speichern, weil ich jetzt doch ein paar Infos bekommen habe. Okay, er wendet sich uns ab. Das Problem ist, ich möchte eigentlich ungern speichern, während er eigentlich im gleichen Zimmer mit uns ist. Wenn sie so ganz klein seinen Kopf dann... Ah, süß. Das ist kleine Köpfchen hier so, ne? Ich zerquetsche dich, ich zerquetsche dich. Ich mach grad den hier so. Ich zerquetsche dich, ne? Mhm. Super erwachsen und so. Im Ernst, er dreht um. Nee. Ah, das heißt, man kann dem nicht mal irgendwie jetzt richtig irgendwie hinterher schleichen. Weil es sich manchmal auf der Stelle umdreht. Oh, bitte sag, er hat nicht die offene Tür gesehen, oder? Nee, er hat... Nee, er hat nicht die offene Tür gesehen. Für einen Stressfaktor. Bitte macht das jetzt einfach. Er geht die Treppe hoch. Das Problem ist, sobald er die Treppe hochgeht, kann er mich ja eigentlich auch wieder sehen. Bisschen doof. Was auch interessant war, war jetzt nochmal Geschichtsraum. Also ich müsste eigentlich nochmal in den Geschichtsraum gehen. Der war ja hier unten in diesem Stockwerk. Ich kann mich auch erinnern. Oh, hier darf ich auch rein. Ach. Ach so, ich dachte, hier wäre auch noch abgeschlossen oder so. Hier kann ich Sachen kaufen, aber brauche ich gerade nicht. Hier ist eine Münze drin. Hier sind Tabletts. Hier ist nix. Hier ist was zum Mampfen. Ja, okay, das war ganz cool. Liegt hier hinten in der Ecke etwas? Ich schau nur mal so. Nö, liegt nix, okay. Okay, dann würde ich nämlich sagen, ich check jetzt nochmal kurz hier ab. Moment. Hier? Darf ich nicht rein. Das verstehe ich jetzt aber nicht, weil hier ist ja eine graue Tür eigentlich. Und dann war hier aber nochmal die blaue Tür, okay. Blau, blau, blau. Bin ich samstagabends. Dreh dich nicht zu mir um. Man könnte auch sagen, I'm blue, dabben die, dabben die. Einer der besten poetischen Dinge unserer Geschichte. Was sind aber auch, Moment mal, das hier ist Kiosk, okay. Ich dachte gerade, es kann doch nicht irgendwie Cafeteria irgendwie sein. Wobei es immer noch irgendwie so mega klein ist, man bedenkt,
es sind schon ziemlich viele Tabletts. Mehr Tabletts als Sitzmöglichkeiten. Sitzmöglichkeiten. Das ist doch ein bisschen komisch. Oh, fuck. Bitte dreh dich nicht um. Er dreht sich um. Wo geht's denn hier lang? Oh. Hallo. Kommt der jetzt rein? Fuck. Ich war gerade ein bisschen nervös. Hi. Na, schaust du dir auch Fifty Shades of Grey an? Haha, guter Film, war. Ha. Hihi. Warum hast du denn eine Gurke dabei? Ha. Oh, es ist gar keine Gurke. Okay, ich hör auf. Okay, aber anscheinend kommt er hier nicht rein, weil ich glaube, er wäre sonst schon hergekommen. Ich wusste nicht, dass dieser Raum auch, wusste ich nicht. Also war mir nicht bewusst, dass dieser Raum... Ich finde das creepy. Ich finde... Wisst ihr, was ich finde? Oh, fuck. Ich finde, ich sollte tatsächlich vorher speichern, bevor ich tue, was auch immer ich hier tun kann. Weil dieses Mädchen ist mir nicht geheuer. So, und ich mache tatsächlich was ganz Schlimmes. Und speichere hier unten. So. So. Hier kann ich aber doch Licht anmachen, oder? Nee, hier klappt der Lichtschalter nicht. Hier, wo er es nicht sehen würde, kann ich es nicht machen. Okay. Hier ist ein Zahlencode, den ich nicht machen kann, okay? Weil ich habe keine Ahnung, was da reingehört. Hier ist Beruhigungspillen, natürlich. Ein Glück habe ich gespeichert. Oh. Es hat sogar hier vor Ort nochmal gespeichert. Das ist ja gütig vom Spiel. Aber, Moment mal. Der Lichtschalter ist quasi nicht existent fürs Spiel. Kann er nichts machen. Und wenn ich jetzt hingehe, ne? Ja, automatisch. Ne? Kommt wieder hin. Ja, kennen wir schon, ne? Oh, es ist so furchtbar, ich kann gar nicht hinschauen. Und dann, ach, Moment. Jetzt. Und ich komme nicht mehr raus. Jetzt darf ich aber rumlaufen. Okay, was waren hier? Nix. Ah! Okay. Ich darf kein Feuer anmachen, oder was? Ich darf kein Feuer anmachen? Ist es so etwas so eine militante Nichtraucherin? Witze bedeuten, dass ich mich versuche zu beruhigen. So, Mädel steht hier wieder auf. Er sieht nichts, weil es zu dunkel ist. Und hier ist... Er sieht nichts, weil es zu dunkel ist. Ich kann das Licht anmachen. Es würde doch heillos überfordern, weil sie nicht wüsste, wo sie hin sollte. Das Problem ist halt, ich kann nichts machen, weil es ist zu dunkel. Klar, ich meine, hier ist aber auch nirgendwo eigentlich eine Lichtquelle. Eigentlich müsste es hier komplett schwarz sein. Weil ansonsten, ne, ist ja kein Licht. Hier liegt auch nirgendwo was rum, aber ich könnte es eh nicht mitnehmen. Ich hab doch ein Tape. Aber es ist, egal wo ich bin, ja, egal wo ich bin, die, ja, macht das. Bisschen doof. Ach, ich komme doch wieder raus, oder? Ja, jetzt komme ich wieder raus, okay. Ist echt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, aber es gab doch... Wie ist das? Da riskiere ich jetzt mal was. Weil man das nur zum Checken. Ich bin so ein Checker.
Ja, nur jetzt merke ich keinen Hausmeister. Gut. Ich habe den 3-6 war ich noch, auch noch gar nicht in dem Raum hier. Keine Spinnenfrau da. Mit ein paar Sachen mal abchecken noch. Ob hier Zeug rumliegt. Weil es ist immer gut, solche Sachen mal zu überprüfen. Und vielleicht liegt hier irgendwo was Praktisches. Beruhigungspillen. Essen. Sojamilch. Filzstifte. Aber was mich interessiert ist, der Schaltkasten oben. Der 3-9 war schon drin. Okay. Ich höre keinen Hausmeister. Ist der ausgeschaltet, weil wir einen Boss-Battle quasi gestartet haben? 3-8 muss hier ohnehin noch rein. Das wäre ziemlich cool. Bin ich gerade aber nicht darauf ausruhen, nicht, dass er tatsächlich eigentlich da ist und ich jetzt irgendwie so rumrenne und dann bin ich, scheiße. Hier ist ein Dokument. Kursmaterialien, Orientwissenschaften, die Theorie der 5 Elemente, Lehrer, Vizerektor, Sang Moon Lee. Sailor Moon Lee. Mhm. Ich glaube, den Witz habe ich schon mal gemacht. Grundsätzlich repräsentieren die 5 Elemente das Konzept des immer fortwährenden Zyklus von Leben und Tod. Dies korrespondiert mit der buddhistischen Lehre der Wiedergeburt. Die 5 Elemente können mit dem Leben eines Menschen verglichen werden. In der östlichen Philosophie bedeutet der Tod eines Menschen nicht das Ende, sondern den Beginn eines neuen Zyklus. So wie die 5 Elemente den allüberspannenden Zyklus des Universums repräsentieren, ist auch das menschliche Leben nicht auf die physische Ebene, den Körper, beschränkt. Entsprechend dieser Logik haben einige sogar die absurde Idee geäußert. Tote können durch die Theorie der 5 Elemente wiederbelebt werden. Demnach soll durch eine Umkehrung des Kreislaufs der 5 Elemente Lebenskraft gesammelt werden, um eine Wiederbelebung zu ermöglichen. Bitte beachtet, dass es sich hierbei um eine gefährliche okkultistische Theorie handelt, der eine übereifrige Analyse der 5 Elemente zugrunde liegt. Man sollte sich immer bewusst sein, dass dieser Aspekt den wichtigsten Aspekt in der Theorie der 5 Elemente darstellt und dass der orientalischen Lehre zufolge bedeutet, der natürlichen Ordnung des Universums zu folgen und Körper wie Geist reinzuhalten. Ich glaube, gleich kommt ein Frauenkopf auf uns zugeflogen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe seherische Kräfte. Hängt die hier schon irgendwo rum? Ne? Ja, ja, ich höre dich. Ne? Wo bist du? Ne? Komm her, trau dich. Ha, hier. Ja? Schön. Aber ich höre keinen Hausmeister. Oh, das wäre der Traum. Das wäre der Traum, wenn der Typ gerade abgeschaltet wurde. Oh, hat die mich gerade erschrocken. Sie ist einfach hier gerade aufgeploppt. Hi. Ich kann dein Höschen sehen. Oh, ich muss zensiert werden jetzt bei YouTube. Ist aber cool dann, wenn... Gerade sind ich gerade echt kein Hausmeister. Aber ich mache die Tür trotzdem zu, nur für den Fall, dass... Better safe than sorry, sagt man da. Lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Hier ist jedenfalls überhaupt nichts. Und auch kein Hausmeister. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Und da ist wieder die Spinnenfrau. Hier? Nee, da oben. Oder? Was war hier? Ach so. Ciao. Ich dachte gerade irgendwie so, aber das ist ja einfach nur vom Klassenzimmer nochmal die zweite Tür. So, nee, weil ich glaube, vielleicht kann sein. Ich würde gerne am liebsten... Ja, wobei, wir haben ja eigentlich gerade gespeichert, theoretisch. Es kann vielleicht sein, ich muss mir mal diesen Schaltkasten nochmal anschauen, dass wir nämlich doch das Licht anmachen müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich muss irgendwie mit diesem Kassettenrekorder interagieren. Aber ich kann mit dem nur interagieren, wenn ich Licht habe. Und wenn ich Licht habe, wenn ich das Feuer anmache, dann ist die sofort da und ich kann nichts machen und sie tötet mich sofort. Vielleicht muss ich hier zum... Nee, das Licht ist angeschaltet. Strom? Ich meine, Strom macht jetzt Folgendes. Strom macht, dass ich an der Klimaanlage was ändern kann. Aber warum sollte ich das?
Aha. Hui. Ah, oh, ah, oh, das ist gut. Okay. Und der Hausmeister ist da. Ich sehe nichts, es ist zu dunkel hier. Bibliotheksplakette, eine Plakette mit den Bibliotheksregeln. Dank ihrer Laminierung lässt sie sich leicht in schmale Lücken schieben. Schmale Lücken, sagst du? Man sollte nicht immer so dreckig denken. Hausmeister ist aber wieder da. Schade! Schade! Ich hatte mich schon gefreut, von wegen so, ja, Hausmeister weg. Aber, ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. So? Weil ich keine Ahnung. Ja, was soll ich tun? Na, 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 na. Ah, okay, ich habe sie aufgeschlossen. So, das ist auch der letzte Raum, wo der irgendwie nach irgendwas checken würde. Oh, der Ton ist noch leise. Ich finde einen Weg aus, versprochen. Do you really think you can? Nö. Just stay back. Don't come near me. Just, oh, please leave me alone. Everyone's acting so strange tonight, like they've all lost their minds. When I was walking with Soyoung earlier, Songhak came up to us. But Soyoung just ignored Songhak and kept walking. Songhak got angry and started following Soyoung and yelling. I got so scared. Usually, Songhak and Soyoung spend a lot of time off together. And when Songhak talks, Soyoung usually just listens to her. I've never seen them fight like they did earlier. I've never seen them act like that before. I feel like something really bad's about to happen. I think that it was one of them who locked us in here. Maybe. Jihyeon ist verschwunden. Ich muss den Ton wieder lauter machen. Wahrscheinlich kommt dann aber gleich eh wieder irgendeine Cutscene. Warum? Für was habe ich es nochmal? Ach ja, für den Kampf. Für den Kampf im Musikraum. Dafür habe ich. Ah, die Yin-Yang-Tafel. Dafür habe ich das leiser gemacht. Ah. Dass ich aber auch immer vergesse, es wieder lauter zu machen danach. Dokument. Untersuchung der Yin-Yang-Marke. Weitere Nachforschungen werden nötig sein, um zu erklären, was geschehen ist. Aber aufgrund eines Stromausfalls im Musikzimmer war ich plötzlich von Dunkelheit umgeben. Als ich meinen Orientierungssinn verlor und bereits die Panik im Nacken spürte, bemerkte ich ein helles Leuchten aus der Tasche mit der Yin-Yang-Marke. Womöglich habe ich mir das nach der tiefgehenden Untersuchung der Marke eingebildet, aber es war dennoch eine magische Erfahrung. Ah, mit der Yin-Yang-Marke. Das ist sehr gut für das Buch gewesen, dass jemand das so reingeschnitten hat. Ah, das ist hier. Fuck. Och, es war so schön, wo der nicht da war. Warum ist er jetzt wieder da? Warum? Das müsste gerade sehr nahe sein. Also, wie die Musik sich gerade anhört, die ist gerade wieder richtig scary, die Musik. Oh. Okay, spannend, spannend, spannend. Komische Dinge passieren in dieser Schule. Ich glaube eigentlich beinahe irgendwie rumsitzen, sich in der Ecke verkriechen, aussitzen, ist gar nicht mal die dümmste Idee. Also. Gut, okay, ich meine, ist es eigentlich auch, dass es, ich meine, wir haben jetzt schon unseren
Geist gesehen, der uns im Spiegel einfach mal versucht hat zu töten. Da reagiert man vielleicht anders als ein Mädel, das gerade gesagt hat, das Schlimmste, was sie heute Abend gesehen hat, war, dass So Young Sanger einfach ignoriert hat. Dabei sind sie doch so gute Freundinnen. BFFs forever. Ganz ehrlich, dieser kleine Lichtstrahl hier war gerade das Creepigste, was ich in dem Spiel jetzt in den letzten Stunden hatte.